glaube, das ist so das Privateste von mir. Wir sind heute tatsächlich unterwegs zu mir nach Hause. Und dann bis zur Gitarre. Okay, jetzt wird auf jeden Fall eingekauft. Auch ganz schnell, ja? Ich schwöre es euch, das sind meine Lieblingschips der Welt. Ah, guck mal. Die verkaufen einfach meine Sachen. Das ist Kosovo, Bruder. Geh mir mal da rein, oder? Wie es so bei mir zu Hause aussieht in Kosovo. Hallo! Das ist die Frau von meinem Bruder. Das ist die Frau von meinem ältesten Bruder. Die kennt mich, seit ich geboren bin. Also, die hat mich so fast auferzogen, weil der Sohn von meinem Bruder war, ist ein Jahr jünger als ich. Und dann hat die uns halt immer zusammen erzogen. Wir haben das Haus von meinem Vater kaputt gemacht. Nicht, weil wir das so wollten, sondern weil er das so wollte und gesagt hat, dass wenn ich sterbe, mach das bitte kaputt. Das hat am meisten Bedeutung bei uns. Das ist mein Vater. Hier. Er hat ihr Essen gegeben und ihr beigebracht, wie man isst, beigebracht, wie man das alles macht, wie man eigentlich durchs Leben geht. Und dann ist der eigentlich nicht mehr da. Das ist okay. Scheiße, Alter. Also der Mensch, der mir das beigebracht hat, ist einfach gestorben. Eine sehr schwierige Entscheidung war auch die Promophase weiter fortzusetzen, als Loredanas Papa verstorben ist. Nur hatten wir eigentlich keine andere Wahl. Hatte sie, glaube ich, leider nie so viel Zeit, um über den Tod von ihrem Vater zu trauern, weil wir haben, glaube ich, 2 Wochen nach der Beerdigung mussten wir direkt das nächste Musikvideo drehen, einfach, dass wir diese Maschinerie Loredana am Leben halten konnten. Aber es hat mich zum besseren Mensch gemacht, weil ich dann irgendwann mal den Boden so gefunden habe wieder, wo ich so gesagt habe, so, Alter, Digga, reicht doch jetzt, es bringt dir alles nichts. Der eine ist Priester, den wird eventuell auch noch heute irgendwie noch besuchen wollen. Probleme hier, Probleme da, Handy klingelt, ich geh nicht ran. Ich bin den Herz gewohnt und das schon seit Tag 1, aber keiner von euch kennt die ganze Welt. Die Zeit, die ich habe zum Leben, verbringe ich gerne mehr mit meiner Familie. 80-90% von ihrer Zeit ist sie mehr mit ihrer Familie. Wenn irgendwo Zeit ist, alles für Musik. Ich war jung und hab nicht nachgedacht, ich hier zu der Familie, hier zu meinem Bruder. Ich handelte aus Liebe, halt die Batzen in die Kamera, stand trotzdem kurz vor Miese. Ich hab jeden Cent zurückgezahlt mit dem, was ich release. Deshalb danke ich meinen Fans, danke an mein Team nicht. Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Ich musste selber checken, es ist mehr als nur ein Spiel. Denn wer zu hoch fliegt, der fällt tief. Und wenn du es, jam uni parici du njerëz. Ich habe halt eine riesen Familie und das sind meine Freunde so. Meine Brüder sind meine beste Freunde, meine Schwester ist meine beste Freundin, meine Tochter ist alles. Ich bin nicht jetzt ein Mensch, der ein Vorbild sein will. Ich möchte nur das Vorbild meiner Tochter sein. Ich glaube, das bin ich auch. Kannst du dir in der Zukunft vorstellen, in der Schweiz zu leben? Ja. Ok, ciao Scotafi. Ma ciao, sono per fusti. Io per fusti.